Ja, heute zeige ich euch auch wieder einige tolle Sachen. Ich bin wieder an ein sehr spektakuläres Gebiet gereist hier und ja, als kleinen Nachtrag zu meiner ersten Folge, die ich damals eingestellt habe, da hatte ich einige Anfragen, wo die Gebäude, die ich dann zum Schluss gezeigt hatte, in dem Video sind und ob es da noch mehr von gibt. Da gibt es eine ganze Menge von und das ganze Gebiet möchte ich heute ablaufen und möchte euch das mal zeigen. Also sehr interessant auch, also hier kann man auch wieder sämtliche Techniken erlernen und sich super aufhalten, ist also wirklich hier total interessant. Das ist alles schon hier seit 70 Jahren sozusagen unbewohnt, ne? Und ist halt alles hier noch aus dem Krieg und ja, also wie gesagt, eine sehr interessante Gegend, wo schon die meisten gar nicht mehr wissen, dass es noch gibt, beziehungsweise hier kommt kaum noch einer hin. Das ist alles schon total zugewachsen und das wird sehr interessant heute. Hier war auch schon jemand ein Feuer gemacht. Will ich dann auch noch hier noch eins machen. Wahnsinn. Das sind hier mal Steine hier. Auf eine Tür zugemauert. Ja, Wahnsinn. Ja, da ist auch wieder so ein Hügel. Noch mehr Gebäude. Thank you.
Ja, jetzt hier auch sehr interessant. Ich bin jetzt, habe jetzt so die relativ tiefste Stelle des Geländes erfasst und bin hier bei etwa minus 37 bis minus 38 Meter unter Meeresspiegel. Also ist das ganze Gelände auch sehr tief angelegt hier auch noch. Also dann gehen wir jetzt gleich mal hier diesen Berg hoch. Der hat schon einiges. Prozenten, da werde ich mal hochgehen und dann wollte ich mal sehen, wie hoch wir da oben sind. Also da müssten wir weit über dem Spiegel liegen und da werde ich dann auch mal gucken, ob ich mal Pause mache. So, eben waren wir bei minus 37, jetzt sind wir bei plus 87, also das war ganz schön anstrengend und schön steil, ja, 86, 87 Meter. Und das sind ja dann doch fast 120 Höhenunterschiede, Meter. Und ja, jetzt bin ich hier auf diesem Berg. Die Aussicht ist auch ganz nett. Ja, dann werde ich jetzt gleich mal noch hier eine Stelle suchen, wo ich mal ein Päuschen mache. Und dann später wieder nach Gebiet abwandere. Da geht es noch ein paar Meter höher hier. Aber bin schon fast oben, sozusagen. Und vielleicht noch 10 Höhenmeter Unterschied. Dann bin ich over the top. So, hier mache ich jetzt gerade mein Holz, mein Kleinholz zum Kaffee kochen. Hier habe ich auch eine gute Stelle gefunden, auf so einem Weg, wo ich hier ein Feuerchen machen kann. Bin ich weit weg von allem, aber trotzdem noch irgendwie in der Wildernis. Ja, wunderbar. So, dann geht's weiter. Birkenrinde, die brennt sehr gut, perfekter Zunder, brennt auch nass. Unsere Ästchen hier klein genug sind.
Ja, das ist mein Rucksack, den ich heute mit habe. Das ist mal ein Tiger 6 Liter Plus. Der hat den Vorteil, der ist sehr klein und hat ja, durch das Molle-System hier natürlich unheimlich viele Aufnahmen. Hier zum Beispiel habe ich jetzt noch ein Messer dran. Das ist eigentlich so eigentlich mein Lieblingsmesser. Hat mich noch nie im Stich gelassen. Und so kleinere Taschen halt. Wo Taschenlampe oder hier unten halt noch ein kleineres Tool drin ist. Und das hier ist auch immer sehr interessant. Nehme ich auch eigentlich immer mit, wenn ich rausgehe. Tierabwehrspray. Hat auch eine zusätzliche Lampe, wenn mal was Größeres kommt. Zurzeit sind Bachen trächtig und wenn da ein Kerl in der Nähe ist, Leute, ich sag euch, das ist nicht immer ein Baum in der Nähe. Dann habe ich hier noch ein kleineres Messer, Draht 3, eigentlich auch sehr praktisch, auch schönes, kleines, handliches Messer, lässt sich eigentlich auch überall festmachen. Also das Ganze auch jetzt hier noch im Inneren mit einer 3 Liter Trinkblase. Also ich habe zwar auch Feldflaschen, aber mit Becher, aber bevorzuge dann doch lieber Blasen, da kann ich mehr Wasser mit transportieren und die ganze Sache ist etwas leichter. Ja, und also eigentlich schon eine praktische Sache. Krasse Dinge hier, also der Rucksack, Grundmodell, das kriegt man schon eigentlich so für 40 Euro überall und kann ich echt empfehlen. Also klasse Teil, den Rest kann man sich ja dabei holen darum nach. Ja, es geht wieder bergab. Ausgangspunkt. Überall noch Stahl, Stahlpfosten. Hier auch noch wieder Ringfundamente, da unten auch wieder so eine Art Hebelwerk, wo wir damals auch mit Wasser zu tun gehabt haben. Ja, hier auch wieder überall Eisen, Treppenfundament, hier auch Fundamente, Treppen. Interessant alles hier. So. So, wir sind am Ende unserer Reise angekommen. Bin jetzt wieder im Auto. Jetzt geht's wieder nach Hause und ja, war ein schöner Nachmittag. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzugucken und in Kürze wieder natürlich in einem neuen Gebiet unterwegs. Ich habe mir auch schon wieder was ausgesucht, wieder was Spektakuläres. Das war auch wieder sehr interessant, möchte ich nicht zu viel verraten und ja, also der Ort hier hat mir sehr gut gefallen und der nächste ist halt mystischer. Ja, dann würde ich sagen, macht's gut und geht raus, ist schön. Bis bald, ciao.